Pavianbären, Paviantiere an ehemals selten sie seltsam kennen sie oder die seltsam kennen sie der Bärenpavian oder Chagma, Papio Ursinus, ist eine Primatenart aus der Gattung der Paviane innerhalb der Familie der Meerkatzenverwandten, Cercopithecidae. Er lebt im südlichen Afrika. Mit einer Kopfrumpflänge von bis zu 115 cm, wozu noch ein bis zu 71 cm langer Schwanz kommt, und einem Gewicht von 15 bis 31 kg bilden sie die größte und schwerste Pavianart. Ihr Fell ist an der Oberseite dunkelbraun oder grau gefärbt, die Unterseite ist heller, die Hände und Füße sind meist schwarz. Die langgezogene, unbehaarte Schnauze ist dunkelviolett oder schwarz gefärbt, ebenso die Sitzschwielen. Die Fellfärbung und die Größe sind nach Region variabel, so gibt es eine Population mit grauen Pfoten, besonders kleine Exemplare kommen zum Beispiel in der Kalahari vor. Die Männchen sind deutlich größer und schwerer als die Weibchen und haben auch längere Eckzähne, im Gegensatz zu den übrigen Pavianarten fehlt ihnen aber die Mähne an den Schultern und am vorderen Rücken. Verbreitung und Lebensraum bearbeiten Bärenpaviane leben im südlichen Afrika, genauer in Angola, Botswana, Mosambik, Namibia, Südafrika und Sambia. Sie bewohnen sowohl Steppen und Savannen als auch offene Waldgebiete, sind jedoch auf das Vorhandensein von Wasser angewiesen. Lebensweise bearbeiten wie alle Paviane leben sie in Gruppen, meistens in gemischten Gruppen, in manchen Regionen, zum Beispiel im gebirgigen Südafrika, dominieren jedoch die Einmännchengruppen, siehe Gruppenverhalten der Paviane. Die Bärenpaviane zeigen ein komplexes Gruppenverhalten und kommunizieren mittels Körperhaltungen, Gesichtsausdrücken, Lauten und durch Körperkontakte. Bärenpaviane sind Allesfresser, sie haben eine Vorliebe für Früchte, nehmen jedoch auch Blätter, Insekten, Samen und kleinere Wirbeltiere zu sich. Fortpflanzung bearbeiten. Die Fortpflanzung kann das ganze Jahr über erfolgen. Die Weibchen weisen während der fruchtbaren Phase eine ausgeprägte Regelschwellung auf. Innerhalb der gemischten Gruppen kann sich prinzipiell jedes Männchen mit jedem Weibchen paaren. Das führt zu teilweise erbitterten Auseinandersetzungen unter den Männchen um das Paarungsvorrecht. Nach einer rund 180-tägigen Tragzeit bringt das Weibchen meist ein einzelnes Jungtier zur Welt, das zunächst schwarz gefärbt ist. Mit rund einem Jahr werden die Jungen entwöhnt, mit 3 bis 5 Jahren tritt die Geschlechtsreife ein. Das Höchstalter eines Tieres in menschlicher Obhut betrug 45 Jahre, in freier Wildbahn ist die Lebenserwartung deutlich geringer.